unsere Küchenuhr. Ja, ich habe sie noch gefunden. Sie ist übrig geblieben. Sie hat weiter keinen Wert. Das weiß ich auch. Und sie ist auch nicht besonders schön. Sie ist nur wie ein Teller. So mit weißem Lack. Aber die blauen Zahlen sehen doch ganz hübsch aus, finde ich. Die Zeiger sind natürlich nur aus Blech. Nun gehen sie auch nicht mehr. Nein. Innerlich ist sie kaputt. Steht fest. Aber sie sieht noch aus wie immer. Auch wenn sie jetzt nicht mehr geht. Sie ist übrig geblieben. Sie haben wohl alles verloren. Ja, ja. Denken Sie. Aber auch wirklich alles. Nur sie hier. Sie ist übrig. Aber sie geht doch nicht mehr. Nein, nein, das nicht. Kaputt ist sie, das weiß ich wohl. Aber sonst ist sie noch ganz wie immer. Weiß und blau. Und was das Schönste ist, das habe ich Ihnen ja überhaupt noch nicht erzählt. Das Schönste kommt ja noch. Denken Sie mal. Sie ist um 2:30 stehen geblieben. Ausgerechnet um 2:30. Denken Sie mal. Und dann wurde Ihr Haus sicher um 2:30 getroffen. Das habe ich schon oft gehört. Wenn die Bombe runtergeht, bleiben die Uhren stehen. Das kommt von dem Druck. Nein, lieber Herr. Nein, da irren Sie sich. Das hat mit den Bomben nichts zu tun. Sie müssen nicht immer von den Bomben reden. Nein, es ist etwas ganz anderes. Sie wissen es nur nicht. Das ist ja der Witz, dass sie ausgerechnet um 2:30 stehen geblieben ist. Und nicht um 3:45 oder 7. Um 2:30 kam ich nämlich nach Hause. Nachts, meine ich. Fast immer um 2:30. Das ist ja gerade der Witz. Dann hatte ich natürlich Hunger, nicht wahr? Und ich ging immer gleich in die Küche. Da war es dann fast immer 2:30. Und dann kam nämlich meine Frau. Ich konnte noch so leise die Tür aufmachen. Ich habe mich immer gehört. Und wenn ich in der dunklen Küche etwas zu essen suchte, ging plötzlich das Licht an. Dann stand sie da, in ihrer Wolljacke und einem roten Schal um und barfuß. Und dabei war unsere Küche gekachelt und sie machte ihre Augen ganz klein, weil ihr das Licht so hell war. Denn sie hatte ja schon geschlafen. Es war ja Nacht. So spät wieder. Und sie hat nie mehr gesagt als so spät wieder. Und dann machte sie mir das Abendbrot warm und sah zu, wie ich aß. Dabei scheuerte sie immer die Füße aneinander, weil die Kacheln so kalt waren. Schuhe zog sie nachts nie an. Und sie saß so lange bei mir, bis ich satt war. Und dann hörte ich sie noch die Teller wegsetzen, wenn ich in meinem Zimmer schon das Licht ausgemacht hatte. Jede Nacht war es so. Und meistens immer um 2:30. Das ist selbstverständlich, fand ich. Dass sie mir nachts um 2:30 in der Küche das Essen machte. Ich fand das ganz selbstverständlich. Sie tat das ja immer. Und sie hat nie mehr gesagt als so spät wieder. Aber das sagte sie jedes Mal. Und ich dachte, es könnte nie aufhören. Es schien mir so selbstverständlich. Es war doch immer so gewesen. Jetzt?
Jetzt? Jetzt weiß ich, dass es das Paradies war. Das richtige Paradies. Und Ihre Familie? Ach, Sie meinen meine Kinder? Ja, die sind auch mit weg. Alles ist weg. Alles. Stellen Sie sich vor. Alles weg. Nur sie hier. Sie ist übrig. Und das Schönste ist ja, dass sie ausgerechnet um 2:30 stehen geblieben ist. Ausgerechnet um 2:30.